Nachholspiel vom 8. Spieltag beim SV Rödinghausen war der VfB Homberg zu Gast. Der Aufsteiger reiste als Tabellenletzter an den Wien und unter Flutlicht sollte es hier zu diesem Spiel kommen zwischen dem Tabellen 13. der SVR auf diesem Platz vor dieser Partie und dem Tabellen 21. Beim SVR auf der Bank bei seinem ersten Heimspiel dabei Robert Röfsen, der neue Co-Trainer am Wien. Wir beginnen hier mit einer ersten Szene für den SVR. Christian Derflinger ist das, der sich hier gut behauptet und eine Ecke für Rödinghausen rausholte. Diese sollte er selbst hineinbringen. Derflinger von der linken Seite beikommt gut. Zunächst hier noch einmal der Nachschuss an die Latte. Das war schon eine erste gute Torannäherung für den SVR. Nils Drube hat den Ball natürlich schon hinter der Linie gesehen. Dann Homberg über die linke Seite. Ball kommt zu Jesil. Der macht das hier gut, zieht in den 16er hinein und sieht seinen Mitspieler noch in der Mitte. Der Schuss allerdings weit über das Tor, da musste Jan Schönwelder nicht aktiv werden. Homberg dann mit dem Spielaufbau und der wird jäh unterbrochen durch den Rücken von Lee. Der leitet hier den Konter ein. Yassin Ibrahim ist das, über die linke Seite. Ibrahim schickt hier Ba, Muaka, Sima, Kala und der macht das 1:0. Die so wichtige Führung für den SVR, herrlicher Torjubel noch von Sima Kala hier. Und den Treffer, den gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Zunächst hier Ibrahim mit dem guten Auge für Sima Kala, der startet im richtigen Moment, läuft hier in den 16er hinein und dann gucken wir mal ganz genau hin und dann sehen wir, es ist ein Eigentor von Haris Kaltak, der den Ball hier entscheidend abfälscht und über die Linie bringt. Dann Ecke Derflinger und da ist Enzo Wirz zur Stelle. Enzo Wirz macht endlich seinen so wichtigen ersten Saisontreffer und erhöht für Rödinghausen auf 2:0. Wir sehen es in der Wiederholung. Enzo Wirz, der steht dann natürlich goldrichtig und macht es dann eiskalt. Wichtiger Treffer für ihn und auch für Rödinghausen hier im Ende der ersten Halbzeit. Rödinghausen hatte aber noch nicht genug. Wir sehen Sima Kala. Sima Kala macht das hier technisch richtig stark und dann mit Köpfchen. Jawohl, 3:0 Rödinghausen. Jetzt geht's los. Die Wien-Elf richtig in Fahrt gekommen hier zum Ende der ersten Halbzeit. Guter langer Ball von Jule Wolf zu Sima Kala. Der hat hier einen wunderbaren ersten Kontakt. Macht das dann hier stark und der Heber, der funktioniert noch nicht. Aber per Kopf im zweiten Anlauf macht Sima Kala hier dann alles richtig und erhöht für Rödinghausen auf 3:0. Die Wien-Elf hatte noch nicht genug hier zum Ende der ersten Halbzeit. Flanke nochmal hinein, aber da ist dann Keeper Gutkowski bei Homberg am Start und kann hier den zweiten Treffer von Enzo Wirz verhindern. Das war die erste Halbzeit, ereignisreich, gerade zum Schluss 3:0 der Pausenstand im Hecker Wien Stadion. Wir gehen hinein in den zweiten Durchgang und starten mit dieser Szene. Sima Kala eigentlich schon durch und Schiedsrichter Tobias Severins, der handelt hier schnell für Thorsten Kogel, ist die Partie nach dieser Notbremse vorzeitig beendet. Der Gefaulte legt sich den Ball selbst zurecht. Sima Kala, gute Distanz, zwei Treffer hat er ja schon erzielt und das ist fast sein dritter. Der Ball geht an die Latte. Richtig guter Freistoß von Sima Kala. Und da muss er selber lachen, dass hier ein paar Zentimeter fehlten, um ein richtig starkes Freistoßtor zu erzielen. Er versuchte es kurz darauf erneut. Andere Position, das eignet sich aber auch für eine ganz hervorragende Variante. Derflinger hier mit dem Abschluss, das war einstudiert und hätte fast funktioniert. Gute Möglichkeit. Dann Rödinghausen im Aufbau. Flankenwechsel auf die rechte Seite. Sima Kala. Der bringt den Ball in den 16er und Yannick Mause ist das. Richtig stark hat er den direkt verwertet. Mause mittlerweile in der Partie, steht hier aber im Abseits. Deswegen wird dieser Treffer nicht gegeben, aber dennoch richtig gut gemacht von Mause in dieser Szene. Schade, dass das kein Tor war. Hirschberger versucht es mal aus der Distanz. Ball abgefälscht und er geht ans Aluminium. Da ist Jan Schönwelder mal direkt wach gewesen. Das war richtig knapp. Gute Möglichkeit für Homberg aus der Distanz und fast noch der Treffer hier für die Gäste. Rödinghausen wollte wieder nachlegen. Das ist Angelo Langer. Der legt den Ball hier heraus. Flanke kommt hinein. Und da ist Yassin Ibrahim und da klappt es mit dem nächsten Tor.
4:0 für Rödinghausen. Richtig gut herausgespielt in dieser Szene. Schöner Treffer. Die Flanke kommt butterweich in die Mitte und Yassin Ibrahim, der steht da auch gut, macht das richtig stark. Kurze Distanz zum Tor und das sollte auch die letzte Szene gewesen sein. Der SV Rödinghausen gewinnt mit 4:0 gegen den VfB Homberg und klettert zumindest ein paar Plätze in der Tabelle nach oben.